Herr Löblich. Hör mir den Blödsinn auf. Ja, und damit. Hallo, ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine geneigten Simulationszuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Runde Löblich am Steuer. Heute endlich mal wieder mit dem großartigen, dem Assetto, dem Corsa. In der großartigen Community Challenge. Die Community Challenge kann man bei World Sim Series teilnehmen oder wie auch immer man sagt. Ihr braucht einen World Sim Series Account, dann geht ihr bei mir auf den Discord unter Community Challenges oder Community Race Days heißt es, glaube ich. Und da findet ihr alle Links, das klickt ihr nur an und dann könnt ihr da teilnehmen, müsst euch vielleicht eine kleine App runterladen und ein Modfahrzeug und dann legen wir los. Heute ist es die Hot Lab 115 mit dem Ferrari. Ihr könnt an dieser Stelle mein Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren und wer Lust hat von mir per Fax benachrichtigt werden. Bei neuen Videos oder Streams drückt die Glocke unter dem Video und stellt sie auf alle. Wer mir unterstützen möchte, drückt den Super-Button, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der zahlreichen Links unten in der Videobeschreibung. Aber Leute, der Daumen schüttelt die Pflaumen. Ist wie Trinkgeld, allerdings vollkommen kostenlos, unkompliziert. Bringt den Kanal enorm weiter. Und man merkt, ich habe schon 1000 Jahre kein Video und keine Community-Challenge mehr gemacht. Weil diese ganzen Schnulli-Musik bei Livestreams, die ich sonst gerade so mache, nicht erzählen. Und ich habe keine Ahnung, was ich gerade erzählt habe. War wahrscheinlich alles Quatsch. Also, Community-Challenge. Ihr braucht einen World Sim Series-Account, der ist kostenlos. Da meldet ihr euch an, dann ladet ihr die WSS-App runter. Die muss im Hintergrund laufen. Und dann startet ihr den Link zur Community-Challenge, den ihr auch in der Videobeschreibung oder auf dem Discord unter Community Race Days findet. Und da wird euch dann alles erklärt. Ihr müsst euch ein Mod-Paket in diesem Fall runterladen. Ich mach das hier aus dem Content Manager. So sieht das denn aus, die Seite. Ach, da hier oben Join. Dann geht's hier, gibt's zu WSC Legends. Da gibt's dann den Mod-Link. Da könnt ihr euch die Mod runterladen. Die Fahrzeugmod und dann geht ihr hier auf Start Run. Und wir, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, fahren heute den WSC Ferrari 330 P4 Berlinetta. Wie wir wissen, Start. Wie wir wissen, fahren wir natürlich immer die Nordschleife bei der Community Challenge. Ich hab's jetzt per WSS noch nicht ausprobiert. Ich habe bisher nur die Mod runtergeladen und habe dann, sieht aber gut aus, habe nur die Mod runtergeladen und habe dann mal die Nordschleife gestartet, habe geguckt, Steuerung funktioniert alles. Aus welchen Gründen auch immer war plötzlich links und rechts lenken auf dem Gaspedal. Keine Ahnung, aber das ging schnell, einfach anklicken, zuweisen. Tutkowski. So, ihr könnt eine Einführungsrunde fahren. Sobald die Einführungsrunde fertig ist. Oh, ich hab mal wieder. Das ist ja interessant. Gerade hatte ich Sound. Bei WSS habe ich am Anfang keinen Sound. Dieses Problem kann man lösen, indem man hier auf Audio geht. Dann habt ihr hier so eine Audio-App und dann macht er hier Master. Der muss natürlich auf 100 sein. Weiß nicht, warum der das manchmal macht. Das ist laut, ich mache meine Kopfhörer ein bisschen leiser. Genau, ihr könnt eine Einführungsrunde fahren. Das ist knallhartes Force Feedback auf jeden Fall. Ihr könnt eine Einführungsrunde fahren und könnt euch erstmal so ein bisschen an die Strecke gewöhnen. Ich mache das nie. Starte grundsätzlich immer gleich mit dem Rennen. Weil ich möchte, früher hatten wir mal ein Format, das hieß die eine Runde. Da bin ich mit einem Fahrzeug genau eine Runde auf der Nordschleife gefahren. Und das war's. Und das wollte ich mit allen möglichen Autos mal machen und ja, habe ich dann irgendwann nicht gemacht. Wir machen mal hier Next Session. Ist das überhaupt richtig? War das jetzt, ich hab das so lange nicht gemacht. Das ging doch irgendwie anders. Nee, warte mal. Das war hier und hier gebe ich ein Ready.
So war das. Nein, nicht Next Session. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit und können so viele Runden fahren, wie wir in einer halben Stunde schaffen. Hey, der geht. Hast schon direkt was kaputt gemacht? Nee, geht noch. Ich kein Assetto Corsa mehr erfahren. Noch ewiger keine Community Challenge. Hier mein Toilet Matrix Display einzuschalten, mir die Gänge anzeigt und gleichzeitig auch Schaltblitz ist. Da hätte man ruhig runtergekonnt im zweiten. Merkst du schon, dass das ein altes Fahrzeug ist, ne? Wir fahren natürlich in 4K. Ich lade nur die Videos nicht in 4K hoch, weil die allerwenigsten gucken die Videos in 4K. Ich lade die Videos allerdings in 2K hoch. Weil ab 2K kriegt man von YouTube einen besseren Videocodec. VR09 und oder VR9 und dann sehen die Videos besser aus. Übrigens habe ich jetzt letztens in dem Video gesehen, dieser Körb hier hat sich auf der Nordschleife drastisch verändert 2024. Also wer vorhat Nordschleife zu fahren, fahrt da nicht mehr drüber. Ihr macht euch das Kraftfahrzeug kaputt. Also ich fahre ja hier, ich habe ja hier immer noch den Euro Truck Simulator LKW-Schaltknauf dran. Dadurch habe ich riesige Schaltwege. Und tatsächlich ist der Schaltknauf im zweiten und im ersten im Weg. Da komme ich mit dem Unterarm gegen. Könnte den theoretisch auch einfach... abmachen. Dann muss ich jedes Mal hier irgendwie Schräubchen hier und Schräubchen da lösen. Wir sind übrigens am 17., nee, am 18.3. sind wir die Nordschleife, diese Nordschleife aus Assetto Corsa im BeamNG gefahren. Also wer da Bock drauf hat, guckt sich das Video mal an. Es ist einfach 1:1 übernommen worden. Ich muss aber sagen, dass sie in Assetto Corsa, es liegt jetzt hier natürlich auch an Pure und am Custom Shader Patch, die sieht schon hier sehr viel besser aus. Ja, vor allem beleuchtungstechnisch.
Feedback hier so geil ist. Fahr mit den empfohlenen Fanatec-Einstellungen. Sehr schön durch die Mutkurve gekommen. Sehr schön. Durchaus sein, dass ich heute Abend noch live bin, wenn dann eher so gegen oder nach 22 Uhr. Da würde ich dann einfach noch ein Ründchen SnowRunner ballern oder vielleicht auch Motortown. In Motortown haben wir uns ja gestern unseren ersten, im letzten Motortown-Stream, ich soll ja mal keine Tage sagen, wurde mir von meiner PR-Agentur empfohlen. Ich habe keine PR-Agentur, keinen Spaß. Ich bin einfach extrem schlau. im letzten Motortown Livestream habe ich mir meinen ersten eigenen Truck gekauft. Und den SnowRunner müssen wir noch Michigan fertig machen. Natürlich alle Streckenlimits, ne? Also wer die eine Runde bzw. die Community Challenge nicht kennt, ihr habt glaube ich 10 Versuche oder so. Also ihr könnt 10 mal eine halbe Stunde fahren. 10 mal versuchen in einer halben Stunde so viele Versuche wie möglich zu machen. Ich glaube zumindest. Es wird dann natürlich zum Schluss bei WSS, also bei World Sim Series, wird natürlich zum Schluss angezeigt, wie viele Besuche ihr für eure Zeit benötigt habt. Tee saufen heute. Oh, 742, 792. Ich mach mal hier noch die Zeit an. Sieben zweiundvierzig, sieben zwei neun sind wir gefahren. Komm, wir schieben noch eine hinterher. Sehr wichtig hier. Okay. Wir machen das aus der Box, weil mit dem kaputten Spoiler will ich natürlich nicht fahren. So, also, wir sind 8 Minuten gefahren. Ihr dürft die angefangene Runde, wenn die Zeit abläuft, noch zu Ende fahren. Ihr habt 30 Minuten Zeit. Also bei 8 Minuten. 8, 16. 24. Richtig? Ja. Also 4 Runden könnt ihr hier auf die Strecke zwirbeln. We'll be right back.
mal eine explizite Anleitung haben möchtet, in Videoform, die gibt es eigentlich in der allerersten Folge. Ich kann gerne noch mal eine machen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr euch sowas wünscht. Oder von mir aus in den Discord. Ja, das war zumindest mit der Runde. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch nochmal eine explizite Anleitung wünscht. Das werde ich gerne machen. So, gibt doch hier auch Leistungsdata, ne? Ach, würde ich da sagen. Wo ist jetzt hin? Jetzt ist es außerhalb des Bildschirms. Alter. Dann schmeißen wir das halt hier hin. Das machen wir. Dieses Force Feedback ist frontal. Shift auch. Bremse ich jetzt auch nicht an so einer geilen Stelle. Ist ja alles noch eher suboptimal. Ich mach die Handbremse hier daneben. Ja, was kaputt? Nein. Wirklich sicher zu gehen. Er hat zwar keinen Schaden angezeigt, aber ich möchte einfach mal. Ich bin ja bei der ersten Runde auch dagegen gefahren. Face die ganze Zeit immer, dass das ein Rechtslenker ist. Hier müsst ihr gut rauskommen, damit ihr möglichst schon viel Geschwindigkeit hier den Rest der Döttinger Höhe mit runternimmt. Nehmt. Leistungsdelta zeige ich ja nicht an da unten. Ist auch geil. Das habe ich schon mal irgendwann festgestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich glaube, funktioniert hier im Zusammenhang mit der Community Challenge nicht richtig. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Also wer mich kennt, der weiß, wie der einlenkt, einzuordnen. Ich kann euch sagen, Freunde, der lenkt nicht ein. Der fährt sie wie eine Schüssel Schrauben. Oder wie man sagt. Ein Teller Reis, ein Sack Kartoffeln. Das mag ich nicht. Vergleich zu einem halbwegs modernen Auto so gut wie kein Aero, ne? Kein Abtrieb. Das merkt man sehr deutlich. Also das ist gefühlt, ist das so ein Open-Wheeler aus den 60ern. So ein Zigarrenförmiger. War das die 60er? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Brabham, BT. 90, 92, ich hab's vergessen, alle. Ich wusste mal mehr. Ich
kann euch dafür jetzt sagen, wie ein Mähdrescher funktioniert, wie Russen-Trucks heißen und wie die hydraulische Bremssystem bei einem Volvo FH16 funktioniert. Also ich muss sagen, mein Schwerpunkt hat sich minimal verlagert. Aber so ist es. Selbst der liebe Herr Ferchichi hat schon gesagt, Zeiten ändern dich. Ich habe vergessen, dass ich erst hier bin. Ich habe gedacht, jetzt kommt schon die dreifach rechts. Scheiße. Aber die kommt hier erst. Dass er das Feuerwerk auch am Tag machen soll. Das ist natürlich Quatsch. Ist einfach geil. Also die Mods sind doch sehr gut, muss ich sagen. Mal begrüßt.
bisschen schneller. Bisschen, nicht viel. 741075. Auf unser Lieblingsparkplatz. Ich muss wirklich aufpassen, wenn ich auf der Nordschleife bin, dass ich nicht Leute hier wegscheuche von dem Parkplatz. Weil ich immer denke, ey, das ist meiner, Alter. So. Wir gucken uns den Hobel mal kurz von draußen an hier. So sieht er aus. Das ist so was Feines. Oder nicht, oder was? Warum geht eigentlich das Licht nicht? Schön sieht er aus. Ja, sehr gute Mod, kann man wirklich sagen. Das sind 6 Autos. Können wir mal kurz ringlotzen, welche da dabei sind. Oh, Game has crashed. Hat er das wenigstens gezählt? Result. Herr Löblich. Ach, guck mal. Der Kanadier, möchte ich sagen. E-NSQ. Ist eine 7,31 gefahren, ich eine 7,41, der ist nochmal 10 Sekunden schneller. Kann man machen, ja. Der ist 2 Runden gefahren mit bei einem Durchgang. Ich bin 9 Sekunden 3,16 langsamer. So, wir können mal ganz kurz reingucken, was ihr hier noch so für Autos gibt. Also, es gibt viele. Es gibt den Chaparral 2F. Chef, oh, die haben wir da, die mussten sie wahrscheinlich so nennen wegen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich das auch noch größer machen hier für euch? Das machen wir, was sieht? Hallo? Oh, früher konnte man einfach mal da unten in die Ecke klicken. Genau, es gibt hier den Chaparral 2F, den Chevron B8, das ist glaube ich ein Alpina, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt einen Chevron GT, auch ein Alpina. Das hier kann ich mir ehrlich gesagt nicht, ist das Jaguar, Porsche? Nee, oder ist das tatsächlich eine echte Marke? Es gibt die Corvette, oh. Oh. Ferrari 250 LM. Den sind wir gerade gefahren. 330 P4 Berlinetta. Den gibt es auch noch als Spider. Dann haben wir hier Ford GT X1 Roadster. Dann GT40 MK1. GT40 MK2. Man sieht tatsächlich Unterschiede. Der MK1 ist natürlich das Urvieh. Oh. Schöne Autos. Boah, da hab ich richtig Bock. Ich glaube, das Paket machen wir mal in einem Livestream. Ziehen wir das mal durch. Iso Grifo. Hab ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, ein italienisches Auto, wenn ich mich nicht täusche. Genau, hier steht es. Italien. XJ. Jaguar XJ13. Geil. Lola T70. Lotus 47, Maserati. Warum hatten der keine? Ach so. Oh, sehr schönes Auto. Maserati 151-3, Nissan R380, Porsche 904 und 906, sowie den Shelby Daytona. Das ist, glaube ich, der Vorgänger von der Cobra, wenn ich mich nicht täusche. Schön. Schöne Fahrzeuge, guckt euch das unbedingt mal an. Ihr könnt die völlig unabhängig hier von der Challenge, könnt ihr diese Fahrzeuge runterladen, einfach mal googeln, Team
Das heißt, WSC Legends 60s Pack ist von THR Team WSC Legends. Die haben, glaube ich, auch noch andere Pakete, wenn ich mich nicht täusche. Und wie gesagt, also, das sind wunderschöne Fahrzeuge. Ihr braucht den Custom Shader Patch 179. Ihr braucht das DLC Kunosh, das Ferrari 70s Anniversary DLC. Und das war's. Ja. Genau, fein. Also, Freunde, wenn ihr das heute seht, dann bin ich nachher noch live. Womit weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich überhaupt noch live bin. Das werdet ihr ja dann auch einfach sehen. Ich, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, kann an dieser Stelle eigentlich wie immer nur sagen, vielen Dank für Zuschauen bei dieser Runde. Herr Löblich am Steuer heute mit dem großartigen, dem Assetto, dem Corsa und der Community der Challenge 150. Ich hab's schon wieder vergessen. Seht ihr aber in der Titel, im Videotitel. Und ja, also es gilt zu schlagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine 741, beziehungsweise eigentlich müsst ihr den Kanadier davon vom ersten schubsen, ja, weil wäre ja schön, wenn das hier jemand aus der Löblich-Community ist. Und ich glaube nicht, dass ein Kanadier in der Löblich-Community ist. Und wenn doch, tut's mir leid, vielleicht ist er ja ausgewandert. Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Man weiß es nicht. Hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Geil. Geil für Feedback. Sieht geil aus. Ich halt an dieser Stelle mit einem großartigen Schwanz ins Bild. Und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Lust hat, von mir per Fax benachrichtigt werden, wenn ihr wisst, was Streams drückt, die Glocke in einem Video stellt sich auf alle. Wer mich unterstützen möchte, drückt den Super-Button, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der Links in der Videobeschreibung. Aber Leute, drückt den Daumen, schüttelt die Pflaumen. Ist wie Trinkgeld, allerdings vollkommen kostenlos und kompliziert. Und bringt den Kanal enorm weiter. Tschüss mit Üst, schau mit Auchi, mit Io. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Und hier, Kommi. Dauert zu lange. Spende. PayPal. Like. Abo. Komm, see you jetzt. Tschüss.